Stell dir vor, du wärst ein Gesandter, ein Botschafter. Das Land, von dem du kommst, hat dich ausgesandt als Repräsentant, als Botschafter in eine andere Nation. Als Botschafter vertrittst du dein Land, wo du herkommst. Du bist Bürger dieses Landes, du verfügst über die sozialen Errungenschaften dieses Landes, das ganze System, es steht hinter dir, den Schutz des Landes, die rechtliche Situation, Versorgung und so weiter. Die Ressourcen deines Landes stehen hinter dir. Jetzt bist du als Botschafter ausgesandt in ein bettelarmes Land. So eine richtige dritte Weltnation. Richtig kaputt. Elend. Not. Korruption ohne Ende. Ungerechtigkeit. Ein Land, was wirklich völlig desolat ist. Ein kaputtes Land. Ein Land mit leidenden Menschen, wo Leute zu Tode kommen, wo sie missbraucht werden, wo sie geschädigt werden auf allen Ebenen. Ein Land ohne Gerechtigkeit, ein Land ohne die Ressourcen. Als Botschafter bist du in diesem Land, aber du lebst nicht nach den Regeln und den Ressourcen und den Möglichkeiten dieses Landes, sondern du hast einen ganz anderen Background. Du lebst von den Ressourcen des Landes, was du vertrittst und zu dem du gehörst und in das du irgendwann wieder hingehen wirst. Auch wenn du in diesem kaputten, desolaten, korrupten Land, in das du ausgesandt bist, momentan dich befindest. Du gehörst nicht zum System. Und genau das ist es, was die Bibel sagt, wenn sie davon spricht, dass wir zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Du bist ein Bürger des Himmels. Die Ressourcen des Reiches Gottes stehen dir zur Verfügung. Du bist ein Botschafter des Reiches Gottes in diesem elenden Weltsystem. In diesem System voller Not, voller Ungerechtigkeit, voller Bosheit. Du bist nicht Teil davon, obwohl du ausgesandt bist. Du darfst nicht oder solltest nicht unter dem System leben. Du brauchst nicht von den Ressourcen dieser Welt abhängig zu sein. Du brauchst nicht so zu leben wie alle um dich herum, sondern du lebst von den Ressourcen, den Segnungen, der Versorgung des Reiches Gottes. Ein völlig anderer Ansatz zu leben. Die Menschen um dich herum haben alle Not und Elend. Das braucht dich gar nicht zu betreffen, weil du bist ein Bürger des Himmels. Du bist ein Repräsentant, ein Botschafter des Reiches Gottes. Und die Ressourcen Gottes stehen dir zur Verfügung. Das bedeutet, dass du nicht so elend und krank und voller Not und Schmerzen wie die Welt um dich herum leben brauchst. Du brauchst nicht in kaputten Beziehungen zu sein. Du brauchst nicht in finanzieller Bedrängnis zu sein. Du brauchst nicht in Krankheit von einem Ding zum anderen zu sein. Ja, viele von uns leben das, erleben das, führen das, spüren, dass das einfach in ihrem Leben drin ist, aber es ist trotzdem nicht das, wofür du gesetzt bist. Du kannst an die Segnungen Gottes andocken und sagen, ich bin Himmelsbürger und mir stehen ganz andere Ressourcen zur Verfügung. Und wenn du das tust, wirst du merken, dass sich ganz andere Dinge in deinem Leben ergeben können. Aber wir brauchen ein Verständnis dafür, dass wir nicht von der Welt sind, auch wenn wir in der Welt sind. Lebe nicht wie die Welt um dich herum. Lebe nicht wie die Menschen um dich herum. Sondern lebe wie ein Gotteskind. Ein anderer Gedanke, der dabei wichtig ist, ist folgendes. Als Bürger des Reiches Gottes, was in dieses Weltsystem gesandt ist, hast du das Recht und das Vorrecht, den Menschen um dich herum, mit denen du zu tun hast, das Bürgerrecht anbieten zu können von dem Land, das du repräsentierst. Als Botschafter kannst du sagen, ich kann dir anbieten, dass du die gleichen Ressourcen, die gleichen Vorrechte, das gleiche System bekommst wie ich. Ich darf dir das Bürgerrecht meines Landes anbieten. Das ist Evangelisation. Das ist die gute Botschaft weitergeben. Du lädst Leute ein aus diesem elenden, verdorbenen, korrupten, desolaten Weltsystem hineinzukommen in ein System voller Gerechtigkeit, Versorgung, Gnade, Segen, was in die Ewigkeit hineinreicht. Das Reich Gottes. Lade Leute hinein. Lebe so wie ein Botschafter des Reiches Gottes und lade Leute in das Reich Gottes hinein.
Das ist das, wozu uns die Bibel auffordert. Das ist unsere Berufung, wenn wir hier inmitten dieser Welt leben. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Und du wirst sehen, dass Gott dich gebraucht. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.